Und nun, Damen und Herren, erleben Sie Hermann und Hermes. Herr Professor, vielen, vielen lieben Dank, dass Sie hierher gekommen sind. Wollen Sie Eierlikör oder Frukade? Aber ich sehe schon. Ja, zuerst einmal die Anrede, ich bin kein Professor. Sie schauen aber auch. Man hat mich wegen Bord, nicht wahrscheinlich. Ne? Aber wissen Sie das? Ja? Wollen Sie es wissen mit dem Professor? Oder ja, oder nicht? Ja. Ja, es ist so, man hat mich berufen, nach Frankfurt ordentlicher Professor zu werden. Und daraufhin haben dann ja, zwei mir wohlgesonnene Journalisten haben eine Hasenjagd gemacht. Der eine hat eine grausliche Kritik über meine Wiener Ausstellung im Museum des 20. Jahrhunderts geschrieben. Und der andere hat gesagt, das kann doch nur ein Faschingsscherz sein, also dass man diesen Menschen nach Frankfurt an die Kunstakademie beruft. Und der Herr Minister, der soll sich doch sehr überlegen, ob er diese Berufung unterzeichnet. Und der Minister hat sich so lange überlegt, bis er abgetreten ist. Und der neue Minister überlegt sich's noch immer. Und Gott sei Dank haben die Kollegen in Frankfurt zu mir gehalten und man hat mir einen ganz abartigen Vertrag gegeben, wo ich die gleichen Rechte und Pflichten habe wie meine ja. anderen Kollegen. Ich darf mich nur nicht Professor nennen und bin nicht Beamter. Ich nenne Sie also Herr Vortragender. Naja, ich weiß nicht, das ist auch nicht mein Beruf. Herr Nitsch. Ich bitte darum, ja. Entschuldigen Sie, ich habe das nicht gewusst. Ja, ich sage es jetzt, weil ich kann mich da nicht mit Titeln schmücken, die ich nicht habe. Und das ist mir eh immer so peinlich. Und immer sagen alle, Herr Professor, am Anfang habe ich die Leute korrigiert. Dann bin ich aus dem Korrigieren nicht mehr herausgekommen. Und seit ungefähr 2 Jahren korrigiere ich nicht mehr. Ne? Mhm. Aber nur, wo da so eine große Öffentlichkeit ist, kann ich da nicht hochstapeln. Ja. Und da muss ich, also... ich bin noch immer nicht fertig. Ja, Sie haben mich da irgendwie... Oder Sie wollten mir gerade fragen. Ja, genau. Das ist Geschichte, der Eierlikör, aber ich sehe schon... Ja, ich hab mir den Prinzendorfer mitgebracht, der ist ganz naturrein, nicht geschwefelt, nicht gezuckert. Und Sie täten mir eine Riesenfreude machen, wenn Sie Robin mit mir... Robin, 2 Gläser, bitte. Ja, ja. Und, schauen Sie mal, ehrlich, aber immer schmeckt, ja? Ja? Ja. Sie sind ja gebürtiger Weinviertler? Leider nicht. Sie sind also erkorener Weinviertler. Ja, ich bin ein Ehrenweinviertler. Also, und da sind wir ja schon bei einer großen Misere angelangt. Ich bin ja geborener Weinviertler. Also in der Gegend von Retz. Alles dann Prost, lieber. Prost. Prost. Also ich habe natürlich überhaupt ein Problem mit dem Wein. Weil, eine Erinnerung an einen Sauerkrautsaft. Also, ganz hinten am Noschmarkt gibt es nämlich Sauerkraut zu kaufen. Naja, also, mir kann er nicht sauer genug sein. Ich möchte jetzt nur sagen, der ist ganz kurz in den Eiskasten gekommen. Mhm. Und, Kühle ist okay. Aber es ist nämlich Folgendes, ich habe in meine Kindheit ja im Weinviertel verbringen müssen. Und daher ist der Veltliner, sozusagen der aus dem Weinviertel ja vor allem, also es ist überhaupt Wein für mich, das ist auch ein Veltliner wahrscheinlich. Das ist ein gemischter Satz, soweit ich informiert bin. Ja, aber ich meine auch der gemischte Satz, also ich meine, ich habe jedenfalls Probleme mit dem Wein. Weil er mich an meine Kindheit gemahnt und da wollte ich eh drauf zu sprechen kommen, Sie haben ja eine gewisse Verehrung fürs Weinviertel.
Ich mag das Weinviertel sehr gern, ja. Die eigentliche Frage ist aber die, Sie haben da immer unheimlich fesche Burschen. Wie gabeln Sie die auf? Ja. Die Frage ist ich nicht... Ich bin nicht dagegen. Nein, die Frage ist nicht uninteressant. Ich erzähle vielleicht von den Anfängen. Ne? Am Anfang hat jeder gesagt, was der macht, der ist ja narrisch, also das ist ja nicht normal, das ist pervers und so. Und jetzt musste ich halt die ersten Aktionen, mit meinem unschönen Körper selbst machen. Und da waren Sie auch ein junger Mann? Da war ich auch ein junger Mann, aber kein sehr schöner junger Mann. Und daher blieb es bei den jungen Männern. Und dann, jetzt erzähle ich Ihnen zuerst einmal, wie ich zu den jungen Männern komme. Nicht? Und dann war es halt so, dass immer mehr junge Leute, die haben sich interessiert für meine Arbeit und die haben dann gesagt, na du, wir tun da gern mit und wir assistieren dir und du brauchst es immer mehr selber machen, also wir machen das für dich. Und so habe ich dann immer mehr, also bis heute, immer mehr eben junge Freunde gefunden, die mich bei meiner Arbeit unterstützen. Jetzt vielleicht eine Frage, die Ihnen aufkeimt. Ich verwende auch Damen und auch Damen kommen in meinem Theater vor. Die keimt gar nicht, die Frage. Nein, aber ich wollte eine ganz ernsthafte Frage anbringen, und zwar, Sie sind ja jetzt das Gegenteil irgendwie von uns, von Karl Ferdinand Grass und von mir. Sie sind, wenn Sie so ein Orgien-Mysterien-Theater veranstalten, wenn Sie so ein Sechstage-Ritual nächstes Jahr machen, sind Sie ja Regisseur, Zeremonienmeister, Autor, der jetzt festlegt, was zu geschehen hat. Also das heißt, wenn Sie mir jetzt anschaffen, macht das oder macht das, ist das nicht ein problematischer Aspekt der Idee der Orgie? Schauen Sie, erstens einmal schaffe ich nur jenen was an, wo ich weiß, die wollen das. Also es wird von mir niemand gezwungen. Und wenn Sie jetzt dieses Wort so gelassen aussprechen, Orgie, die muss man auch organisieren. Wenn man was organisiert, dann muss man dem sagen, du stell die Tisch auf oder du bring die Tuchenden und du stell die Betten auf und so, nicht? Und du bring den Wein und so. Nicht? Das muss man ja sagen können, das muss einer sagen. Nicht? Das ist überhaupt keine Frage. Die eigentliche Problematik, die wir in Ihre Richtung natürlich haben, ist jetzt die Frage, sind Orgien überhaupt möglich? Aber darf ich jetzt wieder zurückgreifen zu dieser Geschichte mit der Demütigung? Oder ist, ja, ist die für Sie jetzt quasi beantwortet? Ich glaube, da sind Sie ausreichend verstockt, um weiter vorzudringen. Naja, nein, eigentlich nicht. Ich möchte eigentlich Frage mit Ihnen zusammen klarlegen, ob es eine Demütigung ist, wenn man sich einigt, bei einer bestimmten Sache mitzuwirken. Ja, jetzt weiß ich ja, wieso überhaupt zu einem Demütigen gekommen bin, nicht? Weil, schauen Sie, ich könnte ja jetzt auch es als eine Demütigung empfinden, jetzt in einer bestimmten, letztlich von Ihnen vorgegebenen Form blödeln zu müssen. Exakt, ja. Mhm. Und mein Gott, ich hab ja gesagt und ich finde es nicht als eine Demütigung. Auch wenn ich mich hier vielleicht lächerlich mache und Sie die Locher auf Ihrer Seite haben und so, es ist für mich keine Demütigung. Ja. Ich setze mich dem aus das ist notwendig. Und auch deshalb notwendig, weil Ihre Sendung, wie ich erfahren habe, also so viele Anhänger gefunden hat. Ne? Ja, also sehe ich mich nicht gedemütigt, jetzt bei Ihnen zu sitzen und mitzuspielen. Nicht? Ja, aber Sie können ja auch jederzeit sagen, jetzt rede ich von was anderem. Yes. Ja. Da, also, ja, das habe ich jetzt eh schon ein paar Mal getan. Ja. Ich habe ein paar Mal schon gesagt, dass ich nicht mehr.